Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3 und hier die Mission Sohn von Medici, die wir jetzt natürlich starten. Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos geliebten Flammen wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Genießt euren Sieg, Bürger von Medici, denn heute endet dieser Krieg. Rico, für Dima, für ganz Medici. Die Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Hey, wieso feiert ihr beiden nicht? Viele gute Männer sind gestorben, Annika. Wir haben gehört, dass ein großer Helikopter den zentralen Kontrollturm verlassen hat, bevor er eingestürzt ist. Wo ist er jetzt? Meine Quelle sagt, er ist in den Vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden. Leute, wir können ihn nicht entkommen lassen. Wir kommen mit, Rico. Los, schnappen wir ihn uns für Dima. Wir treffen uns am Vulkan. Seid vorsichtig. Die Ravello wird sich nicht einfach ergeben. Jetzt kommen wir dich holen, du Bastard. Es könnte wirklich die letzte Mission sein, ja. Oh Gott, ich muss gerade lachen. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen habe ich einen Monat vorproduziert. Das ist also wirklich übel ein bisschen. Ah toll, hier ein Jet, da sind Bäume, wir werden sterben. Ja. Tot, wir sind tot, sowas von tot. Toter geht's nicht. Komm her, komm schon! Wir haben doch nicht jetzt ernsthaft Raketen. Ich hab nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Ja, ja! Hey, wollen wir Partner werden? Frigung etc. Automobile? Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn! Das meint ihr doch nicht ernst! Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Grandmatre, wie damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink. Strand. Allein. Wie du bist, Frotre. Aber danach erobern Frigo und etc. die Welt des Autoverkaufs. Ich nehm dich beim Wort. Die Ravellos Helikopter hat ein Bavarium-Schild. Ah, ja klar. Bavarium-Schilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Frotre. Mach ihn fertig. Kein da mit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Oh, Scheiße. Ich soll gegen ein Bavarium-Helikopter in einem Vulkan kämpfen. Ja. Warum nicht? Keine Muni. Nixe Muni. Scheiße. Mach wohl 07.
Oder Mafo 7. Ja, Mädel, ich habe keine Raketen. Verdammter Querulant! Dieser Querulant hat ein Imperium zerstört. Wenigstens, oder wir müssten jetzt vielleicht Raketen haben. Gescheitert, du bist tot. Tot! Als hätte ich das noch nicht selbst mitgekriegt, dass ich tot bin. Ja! Das wird aber. Oh, toll, das war eine Rakete. Ernsthaft? Kaum Munition. Verdammter Querulant! Sie haben alles ruiniert! Kann ich gegen den kämpfen? Wie soll das? Okay. Ich werde das mal kurz. Zack. Wir müssen uns Munition besorgen. Ohne geht nicht. Und die stärksten Waffen, die wir kriegen können. Irgendwas noch. Wir nehmen das. Huch. Da haben wir schon das Beste. Und das sollte hindern. Munition kann man nie genug haben. Alter. Ah, geh doch hoch, Mann. Zack. Jetzt aber. Wir werden das Video dann jetzt überspringen. Ach, scheiße, ich glaube, ich muss nochmal dahin fliegen, ne?
wir müssen nochmal hinfliegen. Ja. Hey Rico, ich hab nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, auf einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Wollen wir Partner werden? Friedung etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst? Nein. Hör nicht auf die Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Grandmatze, wie damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein. Wie du willst, Frotre. Aber danach erobern Friege und etc. die Welt des Autoverkaufs. Ich nehm dich beim Wort. So, wir sind wieder beim Vulkan angekommen. Jetzt können wir es überspringen. Signale? Ernsthaft? Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. Naja, gut. Ich habe zwar gehofft, ich darf mir so ein Heli nehmen, aber anscheinend nicht. Ja, ich glaube, die Waffe ist genauso scheiße. Na, was sagen Sie dazu? Immerhin sagt er sie, ne? Also er ist sehr hübsch. Rico, jetzt! Er hat gerade nur eine Rakete getroffen. Wirklich mir eindeutig zu überlegen mit dem Heli. Das Schild ist auf, Rico! Sie haben alles ruiniert! Versprech mal.
eben, danke. Klappe zu. Meine Drakenen, kommen Sie nicht. Ich hab gar nicht vor zu entkommen, du Arsch. Sagt der im Heli. Oh, nein, 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 nein. Lava gut, heiß. Die Dinger sind kaputt. Funktionieren nicht. Ich brauch mal Muni, obwohl ich mir gerade... Ballert durchgehend. Das ist echt fies. Solche Gegner sind kacke. Ach, die Munition ist weg, oder? Hallo. Oh, voll. Rico, jetzt! Jaha. Hast alles verloren. Jetzt hör auf damit. Kommen Sie raus, Sie Feigling! Sie werden das nicht überleben! Wichser! Alter! Zum Weißen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler.
Das muss beendet werden. Egal, ob er jetzt Reue zeigt oder sowas. Die Reue ist vorbei, so viele Leute, wie er auf dem Gewissen hat. Tja, Trophäe erhalten, Sohn von Medici. Das war Just Cause 3. Ich weiß ehrlich gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich dieses Spiel gar nicht, ich wollte es gar nicht erst spielen. Dann war es kostenlos im Play Store und ich dachte mir, das holst du dir jetzt einfach mal. Weil eigentlich bin ich ja nicht so ein Fan von solchen Spielen, einfach nur ballern, keine große Logik dahinter, das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ich möchte gefordert werden, aber es hat mir am Ende doch mega Spaß gemacht, auch wirklich einfach nur mal Hirn aus und einfach nur rumballern und zerstören und vernichten und hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und Brian B. Rodriguez. Ja, und natürlich das Gronkh. Einer der Sprecher mit war, hat mir auch gefallen. Bin ja immer noch großer Gronkh-Fan. Leider passt diese Rolle kein bisschen zu Gronkh. Ne, wer Gronkh kennt, kann ihn sich nicht als Bösen vorstellen. Das ist irgendwie unmöglich. Aber er hat ja selber schon darüber gesprochen. Und ja, an sich war das Spiel gut gemacht. Ich hätte mir wirklich mehr Story gewünscht. Nicht, dass die Entwickler einen so schnell durch das Spiel ziehen und ne, du hast halt nichts, weißt du, du wirst einfach nur gezogen. Mehr ist da halt nicht. Und ja, aber ansonsten war es ein großartiges Spiel und ich hoffe, dass wir uns in einem neuen Let's Play sehen, bald hier auf dem Channel oder morgen besser gesagt, sollte schon das nächste laufen, wenn ihr dann dieses Video seht. Ich habe sehr viel Zeit diesmal, also eigentlich gar nicht, aber ich habe sehr viel am Stück gezockt, muss ich sagen. Es hat mich also sehr gefesselt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem neuen Let's Play. Bis dahin, ciao!